Umweltbibliothek war ein Versuch der Oppositionsszene, sich ein Zentrum zu bauen, also einen Treffpunkt sozusagen. Du hattest zu der Zeitpunkt so einige unabhängig voneinander agierende politische Gruppen zum Thema Frauenrechte, zum Thema Menschenrechte, zum Thema Umwelt etc., Demokratie und anderes, und die haben unabhängig voneinander gearbeitet. Und es fehlte immer sowas, wo die sich mal treffen können oder wo man diese Dinge bündeln konnte. Und das war ein bisschen die Idee der Umweltbibliothek. Und zum einen war es, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber dass das Wikipedia sozusagen heute ist, war das so ein bisschen auch, sollte das auch das damals sein, dass du sozusagen die Möglichkeit hattest, auf Wissen zuzugreifen, auf das du sonst keinen Zugriff hast. Und deswegen waren diese Bücher und Zeitschriften da. Es war ja eigentlich immer alles zensiert und genau vorgegeben, was du wissen solltest. Das führte dann dazu, dass in dem Augenblick, wo die, wo 15 Leute der Stadtsicherheit mit gezogenen Waffen und mit Taschenlampen, was albern war, es war Licht und wir waren auch nicht besonders gefährlich, da reinstürmten mit dem Ruf Maschinen aus, an die Wand, Hände hoch, dass in dem Augenblick weder der Grenzfall gedruckt wurde, noch die Grenzfallredaktion anwesend war. Das heißt, alles, was zu dieser Falle eigentlich dazugehörte, fand nicht statt. Naja, es war schon so, jeder von uns ist einzeln abgefahren worden. Also ich bin auch in einem Auto gewesen mit einem Bewacher neben mir, einem Beifahrer und dem Fahrer. Also sie wollten uns halt alle isolieren. Und wenn du so als 14-Jähriger dann alleine da durch die Nacht gefahren wirst und dann kommst du dann hier gar nicht weit entfernt rein, dann öffnet sich so ein großes Stahltor und schließt sich wieder hinter dir und dann kommst du in diesen Verhörraum. Damit bin ich ja noch nie befasst gewesen. Dann ist es schon, musst du schon ein bisschen schlucken. Aber ich hatte schon irgendwie so eine innere Stärke. Wir waren vorher komplett unbekannt eigentlich, also außerhalb dieser, dieser oppositionellen Zirkel. Und auf einmal, das war eine riesen Publicity-Aktion für uns. Wir sind DDR-weit bekannt geworden. Die Leute haben uns die Türen eingerannt. Und vor allen Dingen, das, was jetzt als wichtiges Signal einfach war, die DDR-Bürger sahen, der Staat konnte das nicht schließen.